Ich heiße Janina, ich bin stellvertretende Niederlassungsleitung. Ich bin unter anderem für die Arbeitssicherheit zuständig und Mitarbeiterbetreuung und Kundenbetreuung. Ich habe mit Thorsten zusammen bei einer anderen Personaldienstleistungsfirma angefangen. Dort haben wir uns kennengelernt, dort haben wir die Arbeit bei einem Personaldienstleister gelernt und haben uns dann aber entschlossen, beide bei anderen Firmen einen Weg einzuschlagen, bis der Thorsten mich angerufen hat und gesagt hat, ey Janina, ich brauche dich hier, komm bitte. Und so sind wir wieder zusammengekommen und damals suchte er jemanden für die Arbeitssicherheit. Das habe ich dann übernommen und dann hat sich meine Position halt immer weiterentwickelt. Ich habe mehrere Aufgaben übernommen und darum bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. Oh, Urlaub mache ich gerne in der ganzen Welt. Ich entdecke gerne neue Sachen. Lass mich immer gern auch verführen von Freundinnen, die irgendwo waren und gesagt haben, dass sie dort schon waren, dass es ganz toll war. Das Tollste, wo ich bis jetzt war, waren die Seychellen. Ich habe nach einem Arbeitgeber gesucht, wo ich mich hauptsächlich wohlfühle, wo mir die Arbeit Spaß macht, wo ich aber auch gerne hinkomme, weil ich die Kollegen sehr gern habe. Und das ist definitiv bei Pensumed so. Meine Kollegen sind meine Freunde und so fällt es mir überhaupt nicht schwer, hier jeden Morgen hinzukommen und hier zu arbeiten. Die Vorteile der Zeitarbeit liegen vor allen Dingen darin, dass unsere Mitarbeiter ihren Dienstplan ganz flexibel gestalten können. Sie haben da ein Mitbestimmungsrecht, zum Beispiel was die Wochenenden angeht. Möchte ich ein Wochenende arbeiten, möchte ich zwei Wochenenden arbeiten und so weiter. Es hat natürlich auch einen finanziellen Vorteil und man lernt natürlich auch viele verschiedene Stationen kennen, sei es in Altenheimen oder auch in Krankenhäusern, kann sich dahin weiterentwickeln und viele Erfahrungen sammeln. Ach ja, vielleicht ein bisschen eine traurige, aber auch eine ganz nette Geschichte war, dass uns eine Mitarbeiterin kontaktierte, deren Mutter gestorben war, ganz plötzlich auch. Und das war nicht so ganz einfach für unsere Mitarbeiterin. Wir haben ihr da versucht, so viel Freiraum wie möglich zu schaffen und haben sie unterstützt und natürlich auch unsere Beileid bekundet und haben ihr Blümchen geschickt. Und im Nachhinein haben wir eine ganz nette Dankeskarte von ihr bekommen, dass sie sich immer schon so einen Arbeitgeber gewünscht hat, der ihr auch in schwierigen Zeiten beiseite steht und sie auch auf solchen Wegen begleitet. Was hast du ursprünglich gelernt? Ich bin gelernte Rettungsassistentin und habe in Köln 10 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Uns einfach anzurufen, ganz klar, ganz unverbindlich, unsere Telefonnummer wählen. Hier ist immer jemand, der Ansprechpartner ist. All seine Fragen vorher mal zu sammeln, all die negativen Fragen oder all das Negative, was man so aus seinem Umfeld hört, wovor man vielleicht gewarnt wird und uns das ganz klar zu sagen, was man für Bedenken hat. Und wir versuchen dann so gut möglichst aufzuklären. Ne? Ganz oft kommt da so ein Aha-Erlebnis, ne? Wo wir Dinge aus dem Weg räumen können, die einfach vorher unklar sind oder die einfach auch falsch dargestellt werden. Ich glaube, das Problem, ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich ein Problem gibt, wahrscheinlich allgemein gesehen Zeitarbeit ja, aber ich glaube, dass die Pflege in der Zeitarbeit gar nicht so ein großes Problem hat, außer dass wir halt alle über einen Kamm geschert werden. Ne? Natürlich kennt jeder so die Berichte aus Funk und Fernsehen, was Zeitarbeit angeht. Diese Negativberichte sind aber meistens aus einer ganz anderen Branche und gar nicht aus der Pflege. Ich glaube, das ist das größte Problem. Ich achte vor allen Dingen auf Persönlichkeit, ne, auf die Erfahrung, die sie mitbringen. Ich glaube, das ist in der Zeitarbeit ganz wichtig, weil man in der Zeitarbeit ja oft auf Stationen oder in Einrichtungen kommt, die es gerade sehr schwer haben mit Personal, wo man dann sich schnell zurechtfinden muss. Ich glaube, dazu braucht man eine gewisse Persönlichkeit und auch sehr viel Erfahrung. Meine Lieblingsmusik ist hauptsächlich deutsche Musik. Mein Lieblingskünstler ist Bosse. Am meisten Spaß macht natürlich Erfolg, sowohl auf der Seite der Mitarbeiter, wenn wir wieder einen Bewerber quasi für uns gewinnen konnten, wenn wir diesen Bewerber gut in den Einsatz bringen und wenn dann auch noch unser Kunde mit uns zufrieden ist und am Ende das Ergebnis stimmt und unser Geschäftsführer sagt, Mensch, das habt ihr diesen Monat wieder gut gemacht, dann macht das natürlich am meisten Spaß.
Du bist examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, gerade auf der Suche nach einer neuen Herausforderung oder vielleicht sogar gerade unzufrieden in deinem Job. Dann schau auf unsere Webseite, bewirb dich bei uns, ruf uns an, wir beraten dich gern und vielleicht arbeiten wir dann demnächst miteinander.